Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass wir heute eine ganz frische, druckgelegte Enquete-Berichtsbroschüre hier vorstellen können. Letzten Dienstag haben wir nach 2 Jahren Arbeit endlich von der Enquete-Kommission gesundes Essen, gesunde Umwelt, gesunde Betriebe hier präsentiert bekommen. Und das sind immerhin 165 Handlungsempfehlungen, die hier auch nochmal fixiert sind. Ja, was ist eine Enquete-Kommission? Das ist ein Instrument, wo wir im Parlament mit allen Fraktionen, mit allen Parteien uns einem Thema widmen können, wo man jetzt wirklich nochmal erarbeiten kann, wie könnten Zukunftsthemen da aussehen. Und das waren jetzt also wirklich eine Menge Sitzungen, an die 600 Stunden haben die uns aufgerechnet, 30 Sitzungen. Und vor allen Dingen auch unsere Referenten haben da wirklich eine tolle Arbeit geleistet, weil die uns Abgeordneten da auch in vielen Runden die Arbeit da nochmal erspart haben. Ja, pro Fraktion haben wir Sachverständige und da freue ich mich, dass Herr Mergenthaler heute mit dabei ist. Er ist unser Sachverständiger gewesen und hat uns auch während dieser ganzen Zeit wirklich toll begleitet. Und vielleicht können Sie ja auch nochmal aus der Sicht eines Sachverständigen da noch mal was zu sagen. Ja, also für mich war das eine total spannende Erfahrung und ich habe mich total gefreut, als ich damals den Anruf bekommen habe und angefragt wurde, hier als Sachverständiger mitzuwirken. Mich hat es deshalb eben auch besonders gefreut, im Nachhinein nochmal zu sehen, eben, dass wir aus der Wissenschaft gefragt werden. Ich arbeite ja eigentlich an der Fachhochschule Südwestfalen, vertrete da das Lehrgebiet der Agrarökonomie. Und ja, habe mich gefreut, dass es diese Anfrage in die Wissenschaft reingegeben hat, weil für mich das schon auch spannend war zu sehen, wie aus welchen anderen Bereichen die Sachverständigen sonst gekommen sind und dass hier bei ihnen offensichtlich auch ein bisschen mehr Wert auf die Neutralität und Wissenschaftlichkeit gelegt wurde. Und ja, das hat mir großen Spaß gemacht, mich da einzubringen. Ja, ich muss sagen, für mich war das auch eine Erfahrung, dass wir ja doch in vielen Punkten, sage ich mal, einmal uns haben einbringen können, inhaltlicher Art. Wir haben natürlich immer unsere Vorgespräche auch in Arbeitskreisen. Und uns ist das schon geglückt, in vielen Punkten auch die anderen Fraktionen, Kolleginnen und Kollegen mit überzeugen zu können. Und ganz am Ende natürlich, als es dann um die Handlungsempfehlungen ging, gab es dann natürlich auch Punkte, wo wir dann gesagt haben, nein, das ist uns wichtig, das machen wir dann für uns alleine. Insofern ist das durchaus mal interessant, da reinzugucken. Und ich weiß nicht, wie Sie das so erlebt haben, aber vieles war doch im Konsens und waren gute, fruchtbare Diskussionen. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich fand es von dem her ja einfach auch spannend, mal in so parlamentarische Prozesse Einblick zu bekommen, die man ja sonst auch nicht unbedingt aus erster Hand hat. Und dann aber schon mitzubekommen, wie von allen Seiten, eigentlich fast immer, fast von allen Seiten, es gro schon großes Bemühen gab, wirklich tragfähige Kompromisse über die Fraktionen hinweg zu finden. Und das fand ich schon gut auch, weil eben ja eine engagierte Suche um konstruktive Lösungen und gemeinsame Empfehlungen da im Vordergrund gestanden ist. Und fand ich durchaus spannend zu sehen, eben auch wie im Detail dann auch um Formulierungen gerungen wurden, aber immer mit dem Bemühen, eben gute Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist schon eine gute Sache. Wir haben ja insgesamt 7 Anhörungen gemacht. Ich fand die alle sehr interessant. Also für mich am spannendsten waren die zum Bodenmarkt. Das war für mich nochmal ein Bereich, der war doch mit vielen neuen Aspekten dabei. Und wir haben ja dann auch noch 2 Reisen gemacht, ne? Einmal an den Niederrhein, einmal ins Münsterland. Und das war ja so gegen Ende unserer Arbeit. Das fand ich jetzt auch noch mal gut, mit den Praktikern vor Ort sich da auch noch mal auszutauschen. Ja, das ist, glaube ich, eben das Risiko, was so eine Enquete-Kommission auch haben kann, dass es dann irgendwie nachher der Vorwurf gemacht wird, es sei für die Praxis nicht relevant oder sei abgehoben. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen dadurch. Also ich denke, dass auch über die Sachverständigen bei den Anhörungen und so weiter schon auch sehr viel Praxisbezug reingekommen ist. Und ich muss sagen, das war auch für mich oft wie eine Art Fortbildung, wenn man da den Leuten eben zuhören kann und in die Diskussion geht, in ihren speziellen Fachgebieten eben auch. Und
Aber eben die Besuche da auf den Betrieben und auch bei der Kammer am Niederrhein, auf dem Versuchsbetrieb, das hat, denke ich, allen sehr geholfen, Ja. da nochmal gute Praxisbezüge zu bekommen und auch eben zu wissen, wie das ganze Setting eben ist und was wir uns da eigentlich unterhalten. Ja, gut war ja auch, dass wir das so breit angelegt haben, denn ich sag mal, diese gesellschaftliche Erwartung auch, was muss Landwirtschaft neben der Produktion gesunder Lebensmittel im Bereich des Klimaschutzes, des Umweltschutzes, des Naturschutzes denn erbringen? Das waren ja schon Fragen, die zogen sich ja durch alle Bereiche durch, ne? Ja, ich fand es auch sehr gut, dass das Thema eben breiter war als jetzt irgendwie landwirtschaftliche Erzeugung oder Produktion, sondern dass eben Ernährung und Umwelt immer mitgedacht wurden und dass es eigentlich auch die Sichtweise, die sich auch in anderen Bereichen durchsetzt, dass wir eigentlich von einem Agrar- und Ernährungssystem sprechen und dass die Dinge eben gemeinsam gedacht werden müssen und dass ich über die landwirtschaftliche Produktion nicht vernünftig sprechen kann, wenn ich nicht mit bedenke, was das dann auf der Ernährungsseite bedeutet. Und genauso andersrum, wir können ja landwirtschaftliche Produktion nicht losgelöst denken von dem, wie Verbrauchererwartungen auch sind. Und eben, was ja sich nicht direkt, also was Fürsprecher braucht, die Umwelt und das Tierwohl, die ja eben da auch immer mitgedacht werden müssen und dass die eben von Anfang an thematisch als Überschrift da standen, fand ich schon wichtig. Wir haben das ja eingebettet auch in die Erkenntnisse, die jetzt da sind. Also wir haben ja jetzt die neue Förderperiode auf der europäischen Ebene. Der Green Deal oder die Farm-to-Fork-Strategie, wo uns klar gesagt wird in der Landwirtschaft, ihr müsst euch da neu ausrichten. Wir haben die Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft und wir haben auch, was die Nutztierhaltung anbelangt, die Ergebnisse der Borchardt-Kommission. Das waren ja auch Dinge, wo wir auch immer angesetzt haben, um das auch mit einzufordern. Und wenn ich mir jetzt mal die Betriebe angucke, diesen Bereich, dann war doch zumindest auch mit denen wir da nochmal gesprochen haben, auf den Betrieben, wo wir waren, dass ja ganz viele gesagt haben, wir müssen weg von dieser Weltmarktorientierung wieder hin zu mehr Wertschöpfung. Und alle die, die, egal mit welchen Bereichen, sich auf den Weg gemacht haben und die uns schilderten, wir sind wieder näher am Endverbraucher und können da schauen, kriegen sofort ein Rückfeedback und können uns daran langhangeln und gucken, wie müssen wir uns aufstellen. Das fand ich jetzt wirklich Ja, nochmal ich finde überzeugend. es gerade auch für eben Bundesland wie Nordrhein-Westfalen mit seiner hohen Bevölkerungsanzahl und Bevölkerungsdichte, die ja auch sehr hoch ist, für die Landwirtschaft eben eine besondere Situation, die das auf der einen Seite ermöglicht, diese Nähe zur Verbraucherschaft zu suchen, aber die es eben auch erfordert. Also kein Betrieb hier ist ja mehr als ein paar Kilometer von den nächsten Wohnsiedlungen entfernt. Und landwirtschaftliche Produktion ist eben immer auch in ein Umfeld eingebettet. Und das eben besonders hier in NRW zu berücksichtigen, ist, glaube ich, angesichts der vielfältigen Wirkungen, die die Landwirtschaft ja in das Umfeld hat, enorm wichtig. Ja, nicht erst seit Corona, sondern auch vor allen Dingen jetzt mit dem Ukraine-Konflikt sind ja diese Diskussionen, wie sind denn unsere Versorgungswege, wie sind die Lieferketten? Und ich sage mal, ich selber komme aus dem Münsterland. Da sind natürlich vor allen Dingen die Schweinehalter, die Fleischveredelungsregion. Und da habe ich eine Selbstversorgungsquote im Obst- und Gemüsebereich, die sind im einstelligen Bereich. In ganz NRW, ich sage mal, Rheinland ist da nochmal anders. Müssen wir da nicht mehr hin, um die Vielfalt auch wieder zu unterstützen, um auch in die Landwirtschaft rein da neue Perspektiven reinzubekommen? Also aus meiner Sicht hat eben Corona und gerade im Schweinefleischbereich gezeigt, das ist ja dann noch mit der afrikanischen Schweinepest zusammengefallen, was Exportabhängigkeit eben auch an negativen Auswirkungen haben kann. Also eine Branche, die eben von den Exporten abhängig ist, was passiert, wenn diese Lieferketten eben nicht mehr funktionieren und wenn der Exportabsatz
ins Stocken kommt. Und es ist ja nicht umsonst, dass gerade in der Zeit dann in der Schweinebranche auch diese 5D-Idee aufgekommen ist, also dass eben die Ferkelerzeugung, Mastzerlegung und die Verarbeitung und so weiter alles in der Region auch ist. Und das hat schon damit zu tun, auch Wertschöpfungsketten resilienter zu machen. Wobei jetzt natürlich aktuell mit der Ukraine-Krise und der internationalen Versorgungsfrage sich nochmal neue Fragen stellen. Gerade auch im Hinblick auf die Tierhaltung und den Einsatz von hohen Anteilen des Getreides in der Tierhaltung, glaube ich, wird man da auch nochmal über einiges sprechen müssen. Was wir in der Enquete-Kommission und in dem Bericht noch bestimmt jetzt nochmal anders gewichten würden, aber was schon angelegt ist, würde ich sagen, das sind schon Ansatzpunkte drin. Also ist ja auch nochmal klar geworden, die hohen Pachtpreise, über die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche sind ja in der Verpachtung. Zum Teil sind die Pachtpreise so hoch, dass man das gar nicht selber erwirtschaften kann. Und was natürlich hinzukommt, gut 60% der Flächen, die landwirtschaftlich im Ackerbau genutzt werden, gehen ja in den Futter- und in den Energiebereich. Also wenn wir jetzt diese Diskussion führen werden, haben wir Versorgungssicherheit, was unsere Ernährung anbelangt. Ich glaube, da kommt man nicht umhin, in diesem Bereich da nochmal genauer hinzuschauen, um da etwas zu verändern. Ne? Das ist kurzfristig sicherlich schwierig. Ich mache aus einem Futtergetreide auf einem schlechten Standort nicht in ein paar Monaten dann einen hochwertigen Backweizen. Aber die Zusammenhänge, die sind ja unbestritten. Also selbst wenn der Wettbewerb nicht oder die Konkurrenz nicht über das Produkt geht, das vermarktet wird, greift man doch eben auf die Flächen zu und eben auf einer Fläche, auf der ich eben Mais für eine Biogasanlage anbaue, der steht eben nicht zur Verfügung, um möglicherweise Lebensmittel direkt zu produzieren. Und gerade, was Sie eben auch sagten, im Bereich Gemüse und Obst, wo wir eben sehr geringe Selbstversorgungsgrade haben und wo es eben auch Betriebe, die in dem Bereich arbeiten, Schwierigkeiten haben, oft die hohen Pachtzahlungen zu erwirtschaften, ist das kurzfristig kann man da jetzt durch die Krise in der Ukraine nicht umsteuern, aber mittelfristig bis langfristig sind es schon Dinge, über die man nachdenken muss, ob wir uns das weiter leisten wollen und können, so hohe Anteile der Getreideproduktion in die Tierproduktion zu geben. Ja, ein wichtiger Hebel, das haben wir ja auch herausgearbeitet und das war ja uns auch nochmal von der SPD besonders wichtig, ist ja die Unterstützung der Gemeinschaftsverpflegung, weil wir einfach sehen, das ist ein ziemlich großer Bereich, wo Lebensmittel nachgefragt werden. Und da war ja jetzt von unserer Seite her auch eine Handlungsempfehlung, wo wir sagen, da wo wir die Verantwortung haben, nämlich in Kitas und Schulen, da müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass unsere Kinder ein gutes, saisonal, regionales, ich sag mal, wir können auch festlegen, wie viel mit biologisch erzeugten Lebensmitteln in dieses Essen reingeht. Und das könnte dann ja, sag ich mal, wenn wir das staatlicherseits übernehmen, auch kostenmäßig, ein Anreizprogramm sein, nicht nur hin zu einer anderen Ernährung, wo man dann nach DGE-Standard, ne, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die dann sagt, weniger Fleisch, mehr Hülsenfrüchte, aber kindgerecht, ansprechend, dass wir darüber eine andere Ernährung anreizen, das in die Familien kriegen und langfristig die Fehlernährungskosten dann sparen. Also ich finde da zwei Dinge besonders wichtig und interessant. Das eine ist eben, dass sie kostenlos für alle ist. Aus meiner Sicht deshalb wichtig, dass wenn das Freiwillige oder mit Zuzahlung und so weiter oft dazu führt, dass Kinder aus Haushalten, die besser gestellt sind, an solchen Programmen nicht teilnehmen. Und dann hat Schulverpflegung, kann dann auch schnell was Stigmatisierendes bekommen. Und von dem her finde ich diesen Ansatz, es für alle kostenlos zu machen, damit es wirklich eben was im Schulalltag oder im Kita-Alltag verankert ist und wo alle eben hingehen, vor dem Hintergrund enorm wichtig.
Und das andere ist, dass ich darin eben auch für die regionale Landwirtschaft einen wichtigen Aspekt sehe, wo die Landwirtschaft ja sich in den letzten Jahren, man denke an die Demonstrationen mit den Schleppern, die da auch in Berlin waren, da ging es ja sehr stark auch darum, dass mehr Wertschätzung eingefordert wurde. Und das ist ja deshalb auch oft schwierig, weil die Lieferketten eben lang anonym sind. Und das Einzige, was auf den landwirtschaftlichen Betrieben ankommt, ist eben der Preis und das Geld, das man bekommt. Ja. Und das sehe ich in der Gemeinschaftsverpflegung, die eben regional verankert ist, auch eine Chance, dass hier eben auch die Landwirtschaft näher an die Verbraucherschaft, in dem Fall eben die Kinder und Jugendlichen rankommen und da eben durch kürzere Wertschöpfungsketten auch nochmal Bezüge hergestellt werden können, die dann auch eine höhere Wertschätzung in die Landwirtschaft hineinbringen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der noch, ja, bei dem es sich lohnen würde, dass der stärker in der Landwirtschaft auch ankommt, die Chancen da zu sehen, durch den engeren Kontakt da auch Wertschätzung für die eigene Arbeit zu erfahren. Ja, ein Bereich ist ja, deswegen haben wir da ja auch nochmal einen eigenen Antrag gemacht zur Forderung der Wertschöpfungsketten. Denn wir sehen sehr wohl, dass wenn man das anreizen würde, wie kriege ich die Logistik zusammen von vielen kleinen Produkten, wie kriege ich die Vorverarbeitungsstufe, das vorgefertigte Gemüse, die geschälte Kartoffel, und deswegen muss an dieser Stelle für unsere Landwirte da, denke ich nochmal, so ein Netzwerk aufgebaut werden an Beratung, an Fortbildung, aber auch, dass das Ganze machbar ist. Weil diese ganze Bürokratie, die uns ja geschildert wurde, an dieser Stelle einfach nicht zu handeln ist. Ja, also die derzeitigen Wertschöpfungsketten mit ihrer starken Effizienzorientierung und Preisorientierung zum Teil für den Export, aber natürlich auch für den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel, machen es eben sehr schwierig, eigene alternative Ansätze aufzubauen. Und teilweise ist eben das Wissen, die Kompetenzen für alternative Vermarktungskonzepte nicht da, aber teilweise ermöglichen die Strukturen auch, die sich eben entwickelt haben, gar nicht mehr in kleineren Chargen zu denken, in kürzeren Wertschöpfungsketten zu denken. Und da glaube ich schon, dass Politik eine Rolle spielen kann, diesen Bereich zu unterstützen, der eben, wenn man ihn alleine den Marktkräften überlässt, sich vermutlich nicht so entwickeln wird. Einfach weil die anderen Strukturen, das muss man schon anerkennen, auch Kosten- und Effizienzvorteile haben. Aber wenn wir das aus anderen Gründen eben so nicht wollen und auch eigentlich in manchen Bereichen auch nicht mehr können, braucht es eben für alternative Konzepte dann auch eine entsprechende politische Förderung und Unterstützung. Ja, ja, und ich sage mal aus SPD-Sicht natürlich auch nochmal klar, jeder muss sich gesundes Essen leisten können. Und jeder, der aktuell einkaufen geht, kriegt ja mit, das ist alles schon teurer geworden. Und das muss sich ja auch, sage ich mal, ne, Energiekosten, Futterkosten, auch an der Stelle wird das spürbar. Aber dann muss auch unsere Forderung sein, die Regelsätze anzupassen, denn mit 5,09 Euro am Tag kann ich einen Jugendlichen im Wachstum nicht gesund ernähren. Ne? Und ich finde eigentlich schon wichtig, das nicht nur jetzt als eine politisch gefärbte Forderung darzustellen, sondern wenn wir das auf andere Bewertungsmaßstäbe beziehen, dann kann das ja, und nicht kann, sondern dann macht das auch volkswirtschaftlich Sinn. Also wenn ich auf breiterer Basis eine gesunde Ernährung ermögliche bei Kindern, bei Jugendlichen, dann ist das ja eine Form von Zukunftsinvestition. Dass diese Menschen, die mit anderen Ernährungsgewohnheiten vielleicht wenigstens ein bisschen gesünder aufwachsen, später auch einen gesünderen Ernährungsstil und Lebensstil pflegen und dass damit auch später eben geringere Gesundheitskosten anfallen. Und das finde ich es vor dem Hintergrund, das sind natürlich langfristige Perspektiven und der Wirkzusammenhang ist nicht so einfach herzustellen, aber prinzipiell denke ich, also ist klar, dass wenn Menschen mit besseren, gesünderen Ernährungsgewohnheiten aufwachsen, dass sie das eben auch ins Erwachsenenleben reintragen und beibehalten und dass sich das irgendwann im Leben persönlich ausbezahlt macht, was ja auch ein Wert ist, aber eben auch gesellschaftlich und volkswirtschaftlich dann. Ja,
Ja, und dann ist noch ein Bereich, das will ich auch gerne noch mal vertiefen, dass unsere Landwirte für das, was sie für die Gemeinschaft erarbeiten, auch honoriert bekommen. Und wir haben ja auch 3 Gutachten in Auftrag gegeben. Einer hatte ja diese Nachhaltigkeitsbilanzierung, wo uns ja noch mal dargestellt wurde, dass was Landwirte neben der Lebensmittelerzeugung ja auch leisten. Sie arbeiten ja im Naturraum, Wasser, Boden, Luft, Reinerhaltung, aber sie pflegen die Kulturlandschaft, sie machen was für die Biodiversität. Und diese Dinge monetär zu erfassen, um darüber entweder, sage ich mal, auf der EU-Ebene Steuermittel danach zu verteilen, was sie auch wirklich an öffentlichen Leistungen erbringen, auch monetär dann davon bekommen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den man auf den Weg bringen muss. Ja, ich finde das einen wichtigen Ansatz. Also dahinter steckt ja der Gedanke, öffentliches Geld für öffentliche Mittel, aber eben diese, ja, diese Leistungen, die dort eben erbracht werden, für die Gesellschaft eben, dass Kulturlandschaft gepflegt wird, das irgendwie messbar, erfassbar zu machen. Und im Idealfall dann eben auch, dass eben das wirklich bewertet wird, was am Ende entsteht, glaube ich, ist deshalb auch wichtig, weil wir derzeit eben viele Programme haben, die bestimmte Dinge vorgeben, dass sie gemacht werden sollen. Also Extremfall ist eben, dass auf einer Vertragsnaturschutzfläche vorgegeben wird, welche Saatgutmischung da verwendet wird. Und wenn man das macht, dann ist egal, was da rauskommt, dann wird erfolgt die Zahlung. Und da stärker zu schauen, was sind denn die Effekte, welche Pflanzenarten, welche Tierarten siedeln sich denn da an, und das stärker danach zu orientieren, halte ich auch deshalb für wichtig, weil dadurch in der Landwirtschaft eine andere Motivation entsteht. Nicht nur, mir wird was vorgeschrieben, was ich machen muss, sondern ich bekomme ein Interesse daran, dass tatsächlich ein Ergebnis da entsteht. Also bislang sind ja häufig Ausgleichszahlungen, wie Sie das ja so nennen, dadurch begründet, weil ich ja nicht so viel ernten kann. Ja, also ich glaube, zusätzliche Kosten werden ausgeglichen, genau. Also sehr defizitorientiert. Und ich glaube, man muss eher Anreize schaffen, du leistest etwas auch für den Naturschutz oder Kulturlandschaft oder zur Wassergesundung und solche Sachen, dass man das wirklich von der anderen Seite betrachtet. Ne? Ich glaube auch, dass es von der Motivationsseite her wichtig ist, weil es eben nicht so entgangener Nutzen, mir entstehen Kosten, ich muss was tun, sonst werde ich sanktioniert, sondern eben zu sagen, ich leiste etwas und diese Leistung, deren bin ich mir auch bewusst als jemand, der im landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet, und genau das honoriert die Gesellschaft dann im Sinne von Zahlungen. Und das halte ich schon für eine wichtige, also für die Motivation, warum soll sich Landwirtschaft auch in diese Erbringung von den Gemeinwohlleistungen einbringen, eine wichtige Perspektive. Ja, dann können wir ja zum Schluss uns mal so vorstellen, wie sieht denn die Landwirtschaft der Zukunft aus? Wird es demnächst nur noch Öko-Landwirte geben oder nur noch Leute, die in dem Regionalen unterwegs sind? Oder was ist Ihre Vorstellung, wie die Zukunft aussieht? Also meine Vorstellung wäre, dass es vielfältiger ist. Es wird womöglich auch Betriebe geben, die in bestimmten Gegenden eine Berechtigung haben, intensiv womöglich auch mit einer Weltmarktorientierung zu produzieren. Aber daneben, glaube ich, ist es eben wichtig, dass unter der Beachtung der Standortgegebenheiten, der Vermarktungsmöglichkeiten auch, was möchte ich als Betriebsleiterin, als Betriebsleiter, wo sind meine Fähigkeiten, welche Ziele sind mir auch wichtig, hier mehr Vielfalt in die Landwirtschaft zu bringen. Und eben, da hat der Ökolandbau seine Berechtigung, da haben aber auch andere alternative Produktionsverfahren ihre Berechtigung. Und ich denke, auch irgendwo intensive Landwirtschaft in Bereichen wird auch eine Berechtigung haben. Aber das vielfältiger zu sehen und sich bunter, auch vor dem Hintergrund der Menschen, die dort arbeiten, und dass die eben nicht in vorgefertigte Muster rein gedrückt werden, fände ich ein sehr wichtiges Anliegen. Also Standortvorteile besser ausnutzen. Ja, ich sehe das auch so, da hätten wir viele Gewinner,
Ne? Also wenn wir, und das ist ja in Nordrhein-Westfalen nach wie vor so, wir sind ja eigentlich noch kleinteilig unterwegs, häufig in Familienbetrieben. Und je vielfältiger wir sind, desto kleinteiliger wir sind, desto besser für die Umwelt. Und ich sag mal, wenn wir weniger Tiere halten pro Fläche, was wir auch machen müssen, auch wegen dem Nitrat, den Stoffen, die wir ansonsten da emittieren, dann ist das ja eigentlich sowohl für die Betriebe, wie aber auch für die Nutztiere von gewinnbringend. Und insofern, glaube ich, muss man diesen Weg gehen. Nur diese Anreize und diese Perspektive, das erlebe ich zumindest, dass Landwirte augenblicklich sagen, ich weiß nicht, wohin die Reise geht, ich muss erst mal von der Politik hören, was wollt ihr? Deswegen ne, die Borchardt-Kommission, Zukunftskommission, die Ergebnisse liegen auf dem Tisch. Und jetzt muss aber auch politisch etwas folgen. Wir bauen ja gerade den Stall der Zukunft in Haus Düsse. Das ist dann aber für Haltungsstufe 3 und 2 und 3, wo der Handel sagt, wir machen 3 und 4. Also das geht alles noch nicht zusammen. Ne? Ja, aber den guten Ansatz finde ich schon mal wenigstens, dass wir nicht ein Leitbild einer zukünftigen Nutztierhaltung haben, sondern eben mit diesen Stufen auch schon angelegt ist. Da kann es eine Vielfalt geben. Natürlich liegen da Perspektiven dahinter. Aber das wird ja auch ein Stück weit auch sich zeigen müssen, wie sich da die einzelnen Marktsegmente entwickeln. Aber eben alleine schon mal, also in der Legehennenhaltung haben wir das ja schon länger, dass man durchaus parallel in unterschiedlichen Systemen denken kann und dass es ja einzelne Betriebe gibt, die parallel Bodenhaltung und Bio-Eier machen. Und eben da vielfältiger zu denken, dass das jetzt auch in andere Bereiche der Nutztierhaltung Einzug hält, ja, öffnet eben dieses Fenster der Möglichkeiten und schafft eben ja, Diversität, Vielfalt, Auswahlmöglichkeiten auch. Ja, und ich sag mal, wenn wir bei der Digitalisierung schauen, das wird ja nicht nur die Arbeit auf dem Feld verändern, sondern ich glaube auch aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass wir wirklich eine Transparenz haben, woher kommen diese Lebensmittel und unter welchen Bedingungen sind sie angebaut, geerntet, verarbeitet, denn dann könnte man wirklich auch die ehrlichen Preise damit reinnehmen und nicht jetzt die begünstigen, die sich am umweltschädlichsten mit den schlechtesten Arbeitsbedingungen die Produkte am günstigsten in den Lebensmitteleinzelhandel kriegen. Ne? Also wir sehen es ja heute schon, dass eben Betriebe, die stark in der Direktvermarktung oder in kürzeren Wertschöpfungsketten tätig sind, dass die das eben zur Kommunikation, zur Werbung und so weiter, Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Aber es bietet eben auch die Möglichkeit, die Prozessschritte zu dokumentieren, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Herkunft zu dokumentieren und dass das eben auch einfacher und günstiger wird und dass es eben über digitale Tools dann auch einfacher möglich ist, an einem Produkt zu erkennen, woher kommt es denn eigentlich, diese Rückverfolgbarkeit. Und dass es auch Die Potenziale sehe ich schon, was heute womöglich noch über Papier dokumentiert wird, eben leichter auch und automatisch dokumentiert werden kann und dazu eine Arbeitserleichterung auch führen kann. Ja, also da haben wir ja schon viel Blick nach draußen. Ich fand, das war jetzt schon mal ein ganz bunter Bogen. Haben Sie noch etwas, was Ihnen besonders wichtig war, auch inhaltlich? Wir haben über die Umwelt gesprochen, Tierwohl haben wir zumindest kurz angerissen auch, die kostenlose Versorgung fand ich wichtig, also in den Kitas, Schulen. Ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir, oder? Ja. Gut, dann hoffen wir, dass mit diesem Bericht die nächste Wahlperiode sowohl im Koalitionsvertrag wie auch dann nachher in der Arbeit das aufnimmt und sich an die Arbeit macht, auch unsere Handlungsempfehlung aufzunehmen und umzusetzen. Ich darf mich herzlich bedanken. Ja, vielen Dank auch. Ja.